Moin, moin Leute, herzlich willkommen im Grubenschacht hier bei Dead by Daylight. Ich bin heute die Full Prestige Mech. Ich bin ziemlich blutig unterwegs. Woran das liegt? Ich bin der Masochist, Leute. Ich stehe da drauf, wenn mir Schmerz zugefügt wird. Deswegen ist meine erste Aufgabe, erstmal jetzt eben kurz schnell zu Michael zu rennen, mich einmal schlitzen zu lassen. Hallo? Du bist falsch gegangen, Michael. Kannst du mich einmal schlitzen? Michael? Nicht? Michael, schlitz mich. Er stalkt mich. Ah! Ich hasse es, gestalkt zu werden. Ich liebe es, wenn man mir Schmerzen zufügt. Stalken finde ich nicht so geil. Leute, ich gehe mal eben mit euch die Perks durch. Ich muss erstmal kurz abhauen. Und zwar so, dass ich wirklich weiß, dass ich weg bin von Michael. Also, wir haben folgende Perks. Beweise dich. Dadurch können wir schneller arbeiten, wenn Teammates in der Nähe sind. Dann habe ich eine Kombi aus Das geschieht nicht, Eiserner Wille und Widerstandsfähig. Diese Perks triggern erst. Scheiße, er kommt. Diese Perks triggern erst. Ja, block mich, genau, danke. Wenn ich verletzt bin, ja, deswegen der Masochist. Also, ich find's geil, wenn ich verletzt werde. Und ich find's auch geil, wenn mir Leute zuschauen. Das ist so die Kombi, die ich mir jetzt hier überlegt habe. Das ist so das Setup, was wir spielen werden. Und hier kann ich eigentlich relativ viel juken. Ah, hier ist jemand, der mich heilen kann. Ich werde das aber gleich abbrechen, Power Slave. Wunder dich also bitte nicht, wenn ich die Heilung abbreche. Zu gegebener Zeit, jetzt zum Beispiel, damit ich weiterhin verletzt bin und meine Boni bekomme. Denn ich arbeite schneller. Ihr habt gesehen, wie riesengroß der Fähigkeitscheck ist. Der Fähigkeitscheck ist also nochmal deutlich größer. Und Eiserner Wille ist aktiv, das heißt, der Killer hört mich nicht. Der Typ, der jetzt gerade hängt, Gamma Bear, den kenne ich. Beziehungsweise andersrum. Er kennt mich. Er hat gerade in der Lobby geschrieben: Oh, Granz, der echte. Ich so, jo. Deswegen, schön, dass du am Start bist. Wunder dich nicht, dass, falls du mich mal heilen sollst, ich einfach weggehe oder so. Power Slave hat sich jetzt einmal messern lassen. Ich werde gleich mal hingehen. Ja, da vorne kommt der Power Slave. Ich will auf jeden Fall helfen. Wenn der Michael jetzt campt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Setup sagt. Ich weiß, das ist ein Setup, was spieltechnisch gesehen eigentlich nicht ganz so geil ist. Gebe ich offen und ehrlich auch zu. Da gibt es auf jeden Fall deutlich geilere Setups. Und die Perks sind auch recht schwach. Zum Beispiel, beweise dich, ist ein sehr schwacher Perk. Ey, wenn du mich jetzt fertig heilst, ne? Ich bin richtig sauer. Danke. So, ich muss so bleiben. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich kann eure Heilung nicht gebrauchen. Ich stehe da drauf, wenn es weh tut. Falls der Killer kommt, habe ich noch das Medikit, womit ich mich dann schnell auf 100% heilen kann, um einen Hit tanken zu können. Aber ihr seht, wie viel effektiver ich jetzt arbeite. Es ist einfach schneller. Der Fähigkeitscheck ist größer. Also, den kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr verkacken. Und ich finde es lustig, wenn man sich halt so eine Setups raussucht, die einfach Laune machen. Ich mag das. Irgendwie ist das cool. Das ist mal was anderes, weißt du? So ein bisschen sich dann auch versuchen dran zu halten, so wie bei dem Saboteur. Einfach versuchen sich dran zu halten, alles zu sabotieren, anstatt die Generatoren zu machen. Oder beim Medic immer schnell hinrennen, wenn jemand verletzt ist. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert vielleicht mal das ein oder andere Setup, was ich hier schon mal euch vorgestellt habe, aus und versucht einfach, euch selber eine Aufgabe zu setzen. Sowas wie das hier zum Beispiel. Lasst euch nicht heilen. Versucht am Anfang direkt einen Hit zu tanken. Ich meine, sowas macht ein normaler DBD-Spieler nicht. Denn Hits können in der Regel dafür sorgen, dass ihr sterbt. Ja? Und zum Beispiel auch beweise dich. Ich bin jetzt 3%. Kommt der Killer? Ich weiß nicht genau. Oder sie will eine Kiste suchen. Ich bin 3% schneller, wenn jemand, also wenn eine Person in der Nähe ist. Bei 2 bin ich 6%, bei 3 bin ich 9%. Das ist so ein geringer Wert. Das ist eigentlich fast überhaupt gar nichts. Aber trotzdem ist das mal lustig, so zu spielen. Mir hat auch gestern jemand geschrieben, ich soll mal komplett ohne Perks spielen. Gestern im Stream habe ich mal wieder die nackte Nia ausgepackt. Die Stream-Zuschauer werden sie kennen. Ihr, glaube ich, also die Leute, die nur auf YouTube sind, glaube ich, kennen die nackte Nia gar nicht. Ich habe einmal eine Season komplett von Rang 15 bis hoch auf Rang 1 mit der Nia gespielt. Ohne Perks, ohne Add-ons, ohne Items, ohne alles quasi. Deswegen haben wir sie die nackte Nia genannt. Und das hat auch geklappt, ja. Also DBD, oh, da vorne ist er, der Gamma Bear. Ich würde ihm gerne helfen. Warte, ich kann mich einmal dazwischen schmeißen. Gamma Bear, komm, ich tanke einen für dich weg. Lauf. Lauf, mein Freund. Oh mein Gott, ich wurde getroffen.
Schnell weg hier. So, ich hoffe, dass ich dadurch Michael jetzt ein bisschen ablenken konnte. Gamma Bär, wenn du das siehst. Im Herzen ein Mate, weißt du doch. So, hier hinten wurde noch kaum gejukt und ich glaube auch nicht, dass Michael mir hierher folgt. Und dann nutze ich einfach schnell mein Medikit. So, warte, wir verstecken uns mal hier. Er konnte sich heilen. Das heißt, mein Ablenkungsmanöver hat auf jeden Fall was gebracht. Ich habe übrigens ein grünes Medikit dabei, ihr seht es schon. Denn ich habe mir schon gedacht, dass ich mich bestimmt ein, zweimal heilen muss. Und zack, kein Fähigkeitscheck. Sehr schön. Hier, ich kann es euch mal zeigen. Grünes Medikit. Ups. Grünes Medikit mit diesen beiden Addons. Das heißt, ich habe es extra so gemacht, dass ich mich schneller heilen kann und dass ich mich mehr heilen kann. So, einmal kriege ich mich noch komplett voll. Nein, 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 warum? Verdammt, ey, der hat es aber wirklich auf dich abgesehen. Oh, geil. So, wenn ich jetzt dahin komme, der andere wird schneller sein, denke ich. Könnte ich das Tor öffnen? Ja, der andere ist schneller. Dann würde ich sagen, heile ich mich ganz hoch oder was? Und helfe ihm. Ah, Luke gefunden. Das ist schon mal wichtig für den Lukenlacker in mir. Der Masochist, Leute. Ist eigentlich echt lustig, das Setup. So, er ist noch Stufe 3, ne? Mal eben schnell fertig geheilt. Campt er dich? Hat er mich gesehen? Scheiße, ja. Ich meine, ich stehe auf Schmerzen, Michael. Aber nicht auf so ein krasses Messer voll in den Rücken rein. Das finde ich mega unsexy. Dadurch sterbe ich nämlich in der Regel. Okay, jetzt kann ich nochmal schnell einen wegtanken. Da habe ich gar kein Problem mit. Komme ich noch rechtzeitig zu ihm? Ja, nice! Oh mein Gott, er geht andersrum. Gamma Bear, pass auf, du rennst ihm voll in die Arme. Ich gehe hin und tank ein. Er hat es nicht nötig, hoffe ich. Wenn es jetzt nötig hat, dann sterbe ich für dich, Gamma Bear. Lauf. Ich tank ein für dich. Geh zum Ausgang. Geh zum Ausgang, mein Freund. Nein! Was machst du denn? Ah, Mann. Schade, ich habe versucht, einen zu tanken. Er ist tot. Dann hau ich jetzt ab. Es tut mir leid. Ich habe wirklich versucht, was ich konnte, Gamma Bear. Ich hoffe, du Bier. Ich hoffe, nee, Bier ist er ja nicht. Er ist ein Bär, kein Bier. Ich hoffe, du hast das gesehen. Ich wollte wirklich ein Mate sein, mein Freund. Sorry, dass ich dir nicht helfen konnte. So, wenn die Leute jetzt beide rausgehen, dann würde ich sagen, können wir durch die Luke entkommen. Ist hier noch irgendwo ein Totem oder so, was ich zerstören kann? Sieht gerade nicht so aus. So, die anderen beiden sollen halt abhauen. Ich möchte gerne mich durch die Luke lacken. Ich sehe es schon kommen, ey. Michael geht gleich auf Stufe 3 und ich bin wieder derjenige, der stirbt oder so eine Scheiße. Einer ist raus. Ich mach nochmal das Totem hier. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht hier lang kommt. Weiß nämlich nicht, ob hier noch ein bisschen was zu juken in der Nähe ist. Oh, der andere wurde nochmal getroffen. Geht er raus oder nicht? Leider nicht gesehen, wo die jetzt waren. Egal, wir sind durch die Luke raus, Leute. Der Lukenlacker hat wieder zugeschlagen. So wie es sich gehört. Das war der Masochist, Leute. Das geschieht nicht. Beweise dich. Eiserner Wille und widerstandsfähig. Ich kann euch die Perks gleich nochmal ein bisschen zeigen, damit ihr genauer wisst, was sie machen. Und echt schade, dass Gamma gestorben ist. Das tut mir echt ein bisschen leid für ihn. Falls du das Video siehst, du hast ja gesehen, ich wollte eigentlich noch einen tanken, aber dann bist du auf einmal links über die Dingens und dann hat Michael dir den Weg abgeschnitten. Wir sind der stärkste Spieler gewesen mit diesem Setup. Also, pass auf. Eiserner Wille kennt ihr ja schon, wenn ich verletzt bin. Dann mache ich keinen Krach mehr. Widerstandsfähig. Ich bin motiviert in ernsten Situationen. 9% zusätzliche Geschwindigkeit für die Reparatur, Sabotage, Heilung und fürs Suchen, wenn man verletzt ist. Das geschieht nicht. 30% erhöhte Fähigkeitscheckzone bei Reparaturen, Heilung und Sabotage und natürlich beweise dich. Ich finde es halt geil, wenn Leute in meiner Nähe sind und mir zuschauen, wie ich verletzt bin. Ja, dann bekomme ich 3, 6 oder 9%, je nachdem wie viele Leute im 8 Meter Radius um mich herum sind, nochmal einen stufenweisen Geschwindigkeitsboost. Wie gesagt, der ist halt marginal und der wirkt halt immer, sobald jemand in diesem 8 Meter Radius ist. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Perk, den man sonst nimmt, aber ja. Für dieses Setup, fand ich, hat das ganz geil gepasst, Leute. Falls ihr weitere Vorschläge für Setups habt, dann schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare.
Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Part bewertet, je nachdem, wie euch gefallen hat. Und heute wird es dann natürlich am Abend auch wieder einen Stream geben. Also, wenn du Bock hast, komm vorbei. Ach ja, ich kann auch mal schauen, was ich für Daily Quests habe. Ich bekomme eine neue, oder? Ich habe die mit dem Geist immer noch nicht gemacht. Nutze als Krankenschwester die Teleportation, um 15 Überlebende zu fangen. Ich glaube, das bedeutet aber, um sie zu schlagen. Ja, ich muss eigentlich die Killer spielen, ihr seht's schon, ne? Ich habe hier für den Geist, ich habe für die Hexe, ich habe für die Krankenschwester. Also eigentlich wird's mal wieder Zeit. Gut, Leute, ich habe genug gequatscht, ich bin raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin euch noch einen schönen Tag, haut rein.